Hallo zusammen, herzlich willkommen in Annelies Welt. Ich hoffe, euch allen geht's gut, also mir geht's gut. Ich hoffe natürlich auch, dass ihr euch das jetzt gemütlich gemacht habt und dass ihr ganz in Ruhe dieses Video gucken könnt. Vielleicht habt ihr ja auch Lust, eine Runde kreativ zu sein oder ihr bügelt wieder eine Runde, ich weiß es nicht. Ich habe ja schon alles Mögliche gelesen. Manche gucken meine Videos auch zum Einschlafen, habe ich auch schon öfter gelesen. Das kann man jetzt so oder so verstehen. Naja, ich nehme es jetzt mal positiv auf. Ich habe hier eine kleine, süße Swissy liegen. Ich weiß immer gar nicht, ob die Swissy heißt. Ich sage das immer so, bin mir aber gar nicht zu 100% sicher. Nina, wenn du das Video guckst, sagt man doch, ne? Swissy, oder? Ich weiß es nicht. Wir können ja mal auf das Stempelset gucken. Das ist auf jeden Fall ein Stempelabdruck von CC Designs. Ja, steht doch drauf. Habe ich doch gesagt, ist eine Swissy. Umbrella Swissy. Manchmal bin ich mir nicht ganz sicher. Da sind auch so andere. Heißen die dann alle Swissy? Naja, kann mir ja vielleicht mal jemand in die Infobox schreiben, wollte ich jetzt gerade sagen. In die Kommentare. Also eins sage ich gleich vorab. Ich bin heute noch mehr durch den Wind als sonst. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber heute ist es so extrem. Ich war schon kurz davor zu sagen, nee, also heute kann ich kein Video drehen, das wird heute nichts. Ich lasse heute auch den komplett ganzen Tag alles fallen. Egal, was ich in die Hand nehme, ich lasse es fallen. Also so schlimm habe ich das noch nie gehabt. Ich weiß nicht, was los ist. Dabei war heute so ein entspannter und schöner Tag. Ich habe keine Ahnung. Egal, weiter geht's. Das ist der Stempelabdruck und der fliegt hier schon, weiß ich nicht, wie viele Monate rum. Jetzt hatte ich ihn zuletzt in meiner Stanzteile-Box, die wir zusammen dekoriert hatten, drin. Und jetzt habe ich gedacht, nee, jetzt ist Schluss. Jetzt wird die verwerkelt. Und dann hatte ich hier nämlich auch noch so schöne Bilderrahmen. Und zwar glitzern die ganz toll. Die sind von DM mit ganz viel Glitzer. Und ja, das ist halt ein ganz normaler Bilderrahmen, ne? Wie so eine Schneekugel. Aber total hübsch. Seht ihr, wie das funkelt? Oh, könnte ich mir stundenlang jetzt angucken und mit rumspielen. Aber das mache ich jetzt nicht, keine Sorge. Und dann gibt es noch verschiedene Modelle. Ich habe noch dieses hier in rosa und gold. Kann man das erkennen? Das sind so kleine Herzchen in rosa, Sternchen in gold und diese Konfettis. Oh, kann man gar nicht gut erkennen, oder? Obwohl, meine neue Kamera ist super. Habt ihr auch geschrieben letztes Mal, habe ich mich ganz doll darüber gefreut, dass ihr das auch gesagt habt. Ja, und da kann man ja Fotos reintun, man kann das hinten irgendwie öffnen. Wir nehmen jetzt mal den mit den Herzchen. Hier hinten kann man das irgendwie so aufbrechen. Ich habe immer Angst, dass ich das kaputt mache. So die richtige Technik habe ich auch noch nicht so rausgefunden. Aber es geht auf jeden Fall so auf. Und dann habe ich mir halt überlegt, dass wir eine Karte basteln. Und dass Swissy hier reinkommt. Jetzt sieht man von der süßen Maus nicht so wirklich viel. Aber wenn das dann so runterrieselt, wie cool sieht das bitte aus? Ich lasse es mal eben kurz so stehen. Dann zeige ich euch. Oh, das ist so schön. Das ist so schön. Wahrscheinlich behalte ich das dann selbst. Und das sieht doch voll süß aus. Ich meine, alleine schon, wenn man das jetzt so lassen würde, ne? Einfach nur befestigen und dann hier hinten schließen würde. Sieht das doch schon genial aus. Ich würde mir das auf jeden Fall, ich würde mir das auf jeden Fall ins Bastelzimmer stellen, wollte ich sagen. Aber das wäre jetzt ein bisschen zu einfach. Wir wollen ja heute ein bisschen was zusammen basteln. Deshalb werden wir einen Hintergrund kreieren. Passt natürlich auch zu dem Stempelabdruck. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, mit welchen Stiften ich da koloriert habe. Ich glaube mit den Copics und mit den Polychromos. Aber da bin ich mir nicht mehr so sicher. So, meine Lieben, los geht's. Auch Swissy darf dabei bleiben, würde ich sagen. Die Packung packe ich mal weg, das blendet immer so. Womit fangen wir jetzt am besten an? Ich würde sagen, wir schneiden uns erstmal einen Aufleger zurecht. Da brauchen wir weißes Papier, das habe ich mir noch gar nicht rausgelegt. Moment, ich hole mal eben weißes Papier. Das meine ich halt, ne? Es ist ein bisschen unvorbereitet heute und ein bisschen mehr durcheinander als sonst. Ich sage schon mal auf jeden Fall an, dass es so sein wird. Ich musste schon so oft lachen heute, weil das geht nicht mit rechten Dingen zu, dass ich alles fallen lasse. Ich meine, dass man mal was fallen lässt und dass man mal so ein bisschen mehr durch den Wind ist, kennt jeder, ne? Aber heute ist wirklich
das ist ganz komisch, ganz merkwürdig. So. Dann schneiden wir uns das mal zurecht. Und zwar geht hier das Format 10 cm mal 15 rein. Da war auch so ein Zettel drin, vielleicht sieht man das hier, da steht sogar ein Spruch drauf. Zusammen ist immer besser, steht da. Habe ich abgemessen, das waren 15,1, wenn man das ganz genau nehmen möchte. Deshalb werde ich mir das jetzt auch so abmessen, also 10 cm mal 15,1. Dann können wir uns das schick machen. Nichts Großes, Aufwendiges, aber heute habe ich Lust auf Farbe, sage ich gleich. Das soll ordentlich knallig werden heute, da habe ich richtig Lust drauf. Ich hatte auch schon überlegt, ne, dadurch, dass ich jetzt einmal die Variante mit Gold habe und einmal, also das ist ja so ein Gelb-Gold, das schimmert ja in allen möglichen Farben, auch rötlich. Das kommt in der Kamera gar nicht so rüber, würde ich sagen. Also ganz toll. Und ich weiß es nicht zu 100%, ob es auch noch andere Varianten gab. Kann ich nicht mehr sagen. Aber die gibt es aktuell noch auf jeden Fall bei DM. Und ja, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Genau. Und da hatte ich halt überlegt, was dazu passen würde. Denn ich kann mir halt auch sehr gut vorstellen, damit Gutscheine zu verschenken oder Geld, wie auch immer. Besser als ein Umschlag, ne? Wir Bastler verschenken ja nicht so einen ollen Umschlag. Den machen wir dann ja auch vorher schick und so weiter. Das brauche ich euch ja nicht erklären. Und das macht sich natürlich auch toll, wenn man dann irgendwie einen schönen Kartenhintergrund gestaltet. Dahinter vielleicht einen Gutschein oder wie auch immer. Da lässt sich bestimmt was Schönes draus werkeln. Und was ich aber jetzt sagen wollte, ich finde, wenn man diese goldfarbene Variante nimmt und wenn man das dann ganz schlicht gestaltet, vielleicht wirklich nur mit einem schwarzen Stempelabdruck, ohne Koloration, einen schönen Spruch in Schwarz und vielleicht noch so einen kleinen, so einen ganz kleinen Akzent in Gold. Das sieht bestimmt richtig toll aus. Und wenn man dazu sich dann noch eine Box irgendwie, das können wir heute übrigens auch mal machen, hatte ich auch schon überlegt und im Kopf gehabt, habe ich schon wieder vergessen. Das macht sich natürlich ganz gut, wenn man eine Geschenkbox dafür hat. Dann könnte man sich vielleicht so eine Geschenkbox in schwarz-weiß gestreift mit auch so Goldakzenten oder so basteln. Also das kann ich mir wirklich gut vorstellen. Ich brauche ja öfter mal Geschenke für meine Jungs, also nicht für meine Jungs persönlich, sondern für deren Freunde. Was ist das? Ach, das ist nur so eine Blase. Ich wollte gerade sagen, ist das kaputt? Und da brauche ich öfter mal Geschenke, die ich gerne werkel, weil ich, ja, muss ich ja nicht erklären, ich mag sowas ja total gerne machen. Und wenn das gute Freunde sind, dann sowieso. Und dementsprechend finde ich, kann man zwischendurch sowas auch mal gut machen. Mann, also ich kann aber auch reden. Schlimm ist das. So, jetzt wollen wir aber hier mal weitermachen, weil sonst kommen wir ja gar nicht mehr weiter. Jetzt wollen wir mal gucken. Ich hatte mir hier schon ein bisschen was zurechtgelegt. Und zwar habe ich hier einmal Wolkenstanzen von MFT. Da gibt es ja, weiß ich nicht, wie viele verschiedene Wolkenstanzen. Dieses Modell heißt Rolling Clouds ST143, falls das jemand suchen möchte. Ja. Habe ich lange nicht gemacht. Also vor 3 Jahren, würde ich sagen, habe ich gefühlt jede zweite Karte mit dieser, nicht Stanze, habe ich eben Stanze gesagt, Stencil, ne? Also Schablone. Ich habe bestimmt eben die ganze Zeit Stanze gesagt. Da haben wir wieder das Kameraphänomen. Aber jetzt habe ich es nochmal gemerkt. Muss ich nachher wieder beim Bearbeiten schmunzeln. Da denke ich mir dann auch so oft, oh nein, ach du grüne Neune, was hast denn da jetzt wieder gesagt? Ne? Naja, man merkt es echt nicht. Ich meine, ich merke einiges nicht, aber ist ganz schlimm. So, das ist eine Schablone, da sind wir uns einig. Und früher, so vor 3 Jahren oder so, habe ich die wirklich ständig verwendet. Und dann bin ich da irgendwann von ab. Ich weiß gar nicht, warum. Naja, nun wollen wir sie wieder zum Leben erwecken. Jetzt brauchen wir eine andere Unterlage. Das passt mir hier nicht mit der Tapete. Das ist schlecht. Ich möchte mir das auch ein bisschen fixieren. Ich habe hier noch so eine kleinere Glasplatte. Das wird jetzt ein bisschen blenden, aber es geht leider nicht anders.
Das werde ich mir hier mal mit ein bisschen Kreppband fixieren. Ist hier auch schon dreckig. Das geht ja gut los. Naja, wollen wir mal schauen. Und dann habe ich mir zwei Farben rausgesucht. Zwei Distress Oxide Farben. Einmal diese hier, so ein schönes Lila. Und einmal ein schönes, ja, Pink. Ja, würde ich sagen. Auch die Farbe habe ich früher ganz oft verwendet. Ich finde, das passt ganz gut zum Stempelabdruck. Dann brauche ich noch Bürsten. Das sind welche von Action. Ich habe ganz verschiedene, aber die sind gar nicht verkehrt. Die sind ja aus der Kosmetikabteilung. Und dann wollen wir mal gucken. Wir fangen mal mit Lila an. Ich weiß auch gar nicht. Doch, wie gut die pigmentiert sind oder ob die schon ausgetrocknet sind, wollte ich gerade sagen. Aber kommt ganz gut Farbe runter. Das ist schon mal gut. Dann fange ich auf der Schablone an und arbeite mich dann aufs Papier rauf. Mit kreisenden Bewegungen. Die meisten wissen das, aber es sind ja immer wieder neue dabei und auch einige Anfänger. Damit erzielt man wirklich gute Ergebnisse und das bringt auch wirklich viel Spaß. Das darf heute auch gerne ein bisschen knalliger werden. Jetzt drehe ich das hier ein bisschen. Dann nehme ich das andere Bürstchen. Und dann gehe ich wieder über diesen Rand hier rüber. Fast schon ein bisschen viel Farbe. Aber wenn schon, denn schon. Ich habe früher auch viel mehr bunte Karten gemacht. So anders. Ich meine, man entwickelt sich ja auch und der Geschmack ändert sich. Aber ich finde es halt auch toll, wenn man unterschiedliche Karten macht. Nicht so im gleichen Stil immer. Sonst wird mir auch immer schnell langweilig. Dann lege ich mir das jetzt mal so an, oder? Ja, so ist auch gut. Das wird aber ein schnelles Video heute. Naja, wir wollen die Verpackung dafür ja auch noch zusammen machen. Sonst wird das zu kurz, das Video. Das machen wir nachher noch gemeinsam. Ja, und dann arbeite ich die Farbe so richtig schön hier in das Papier rein, bis ich das leiden mag. Jetzt könnten wir mal diese Seite nehmen, obwohl die hatten wir ja auch schon. Die ist so ähnlich wie die. Nee, die hatten wir noch nicht. Die ist ja noch ganz weiß. Aber die ist ja identisch mit der, ne? Oder? Sehe ich das falsch? Nee, hier ist die Rundung anders. Aber so ähnlich. Ich könnte jetzt auch Musik laufen lassen, aber dann ist es kein richtiges Watch Me Craft. Soll ich das da oben so ein bisschen weiß lassen? Oh, nicht verkehrt, ne? Ich lasse das mal einfach so. Warum nicht?
So. Einmal noch. Wenn sich die beiden Farben so ein bisschen vermischen, finde ich das ganz schön. Ja, finde ich gut. Und dann machen wir das hier unten. Jetzt bin ich ein bisschen durch den Tüdel gekommen. Egal. So ein bisschen lila. So. Sieht doch ganz schön aus. Das finde ich ganz gut, wenn das hier unten weiß bleibt. Ja, so bleibt das. Das muss ich erstmal beiseite packen. Sonst schmiere ich damit hier gleich rum. Das schnell zumachen. Obwohl, wir könnten ja noch so ein paar Sprenkler drauf geben. Aber ich habe hier ja noch genug Farbe, so ist es ja nicht. Dann gebe ich hier so ein bisschen Wasser drauf. Dann brauche ich einen Pinsel. Und vielleicht ein bisschen Glitzer. Ich habe hier von Lindys Gang Glitzy Magical in Gleaming Gold. Da habe ich verschiedene Farben. Das ist so ein Puder, ein Goldpigment. Gibt es auch von anderen Firmen. Da kann man verschiedene Sachen mitmachen. Das gebe ich immer gerne auch als Sprenkler auf Karten. Gar nicht verkehrt. Das machen wir jetzt mal. Glitzer ist immer die richtige Wahl. So. Das reicht mir nicht. Das reicht nicht. Ich habe mich schick gemacht für euch. Seht ihr, ne? Ach, dieses Rumpitschern, ich liebe das ja. Deshalb habe ich ja auch die Glasunterlage immer hier, die große, ne? Das muss. Das ist für mich Entspannung pur, mit Farben rumzupitschern. Aber das funkelt hier schon ganz doll auf meiner Karte. Dann wollen wir das mal nicht übertreiben. So, Schluss. Bevor ich das nachher runterfallen lasse, ne? So. Oh Mann, ich sag euch, jetzt muss das mal ein bisschen trocknen. Das legen wir mal zur Seite. Dann kann ich schon mal hier ein bisschen sauber machen. Und dann packe ich die Unterlage jetzt auch weg. Dann blendet euch das nicht mehr. Jetzt haben wir genug rumgesprenkelt. Oh, jetzt hängt das hier fest. Moment. Vielleicht föhne ich gleich nochmal eine Runde. Dann habe ich mir auch schon einen Stempelspruch rausgesucht und zwar aus diesem Set von Kreativdepot. Da sind auch ganz tolle Sprüche mit dabei. Passt natürlich super, ne? Happy Confetti to you. Ja.
möchte ich unbedingt für den Hintergrund jetzt verwenden. Da habe ich mir gedacht, dass wir in Schwarz stempeln, wieder mit Versa Fine Clair. Aber vorher muss das natürlich gut getrocknet sein. Sonst tue ich mir keinen Gefallen. Und das Set, das heißt übrigens, falls das jemand interessiert, Geburtstagsstempel. Ich föhne lieber, guckt mal, wie das schimmert, seht ihr das? Ich föhne lieber nochmal rüber. Sicher ist sicher. Das wird wahrscheinlich eh ein bisschen abdrücken mit dem Gold. Ich hätte lieber vorher stempeln sollen und dann besprenkeln. Aber nun ist das so. Jetzt machen wir das Beste draus. Ich hoffe, dass das reicht. Oh, das sieht ja schön aus. Also früher habe ich ständig Glitzer auf meine Karten gemacht. Da bin ich ganz von abgekommen. Wie konnte das passieren? Guckt euch das an. Könnt ihr das sehen, wie schön das aussieht? Ich liebe auch die Farben total. So, jetzt wollen wir mal eine Runde stempeln. Selbstverständlich mit Stempelhilfe. Und wenn sie hier unten steht, dann muss der Spruch irgendwie hier so drüber. Ist das jetzt gerade, wollte ich gerade sagen. Ich muss das einmal ganz kurz zu mir holen, sonst sehe ich das gar nicht. Dass das zumindest nicht ganz schief ist. Das sieht ganz gut aus, so. Da habe ich wieder gepitchert. Ja, das kann man so lassen. Sehr schön. Bis jetzt läuft das ja alles erstaunlich gut. Für meine Verhältnisse heute, sag ich mal. Aber mal gucken, was noch so passiert, ne? Wir sind ja noch lange nicht am Ende. Das kann schon mal weg. Da liegt mir das nicht im Weg. Das auch. Ich muss zwischendurch immer mal gucken. Das sieht doch voll süß aus. Das kann ja auch schon so bleiben. Das wäre mir sonst auch zu viel. Das bleibt jetzt so. Das ist jetzt noch nicht so richtig durchgetrocknet. Also den Spruch meine ich jetzt, aber was soll ich da jetzt noch drauf machen? Ich finde das total niedlich. Aber ich bin ja auch ein großer Fan von den Stempelabdrücken von CC Designs. Ich finde die immer so zuckersüß. Ich weiß, nicht alle finden die toll, weil die halt keine Nase und keinen Mund hat. Kann man natürlich dazu malen, aber ich finde das richtig klasse. So, meine Lieben, jetzt lasst mich mal überlegen. In der Zeit, wo das jetzt ein bisschen trocknet, ich meine, das ist jetzt schon fast trocken, können wir ja mal eine Verpackung basteln für den Bilderrahmen, weil so einfach übergeben ist ja ein bisschen blöd, ne? Das ist nicht so schick. Das machen wir mal eben. Dafür habe ich schon Papier rausgesucht. Oh,
verabschiedet sich die Verpackung. Was habe ich da? Ein Kaugummi reingeklebt? Nee. Ein Preis, Sonderpreis, 3 Euro. Ach, dann denke ich mal, ist das Papier schon ganz alt. Das habe ich irgendwann mal auf einer Messe gekauft. Das ist auf jeden Fall von Faltkarten. Die Farbe ist violett. Das sind 300 Gramm Papier, gibt es wahrscheinlich gar nicht mehr. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Da nehmen wir uns jetzt mal, was brauchen wir? Ich habe es aufgeschrieben, 25 mal 20 Zentimeter. Ja, und dann brauchen wir natürlich nochmal ein Schneidebrett. Und dann wollen wir mal gemeinsam eine Geschenkbox basteln. Das macht ja immer gleich ein bisschen mehr her. So. 25 da. Mal 20. Das ist für die Box. Dann können wir eigentlich auch schon mal, das darf weg, das bewahre ich auf. Dann können wir auf jeden Fall schon mal für den Deckel auch was zurechtschneiden. Da brauche ich ein Stück mit. Na, das reicht wohl nicht, oder? Moment. Na, es könnte knapp werden, aber es könnte auch passen. Da brauche ich ein Stück mit 14,2. Oh, ich kann das so schlecht sehen. Ich ziehe das noch mal ein bisschen ran, ne? So. Also 14,2 mal 19,2. Ich rechne für den Deckel immer gerne 2 mm dazu. Dann passt das immer ganz gut. Zu locker soll das ja auch nicht sein. So. Dann falzen wir mal eine Runde. Und zwar, Moment, ringsherum bei 2 cm und bei 4,5 cm. Das ist richtig dickes Papier, das ist nicht so ohne. 300 Gramm hatte ich gesagt, ne? Ja, ist ja schon mal eine Hausnummer. Also bei 2 und bei 4,5 cm ringsherum auf jeder Seite. Mach mal lieber ein bisschen langsamer. Das sind so Schlangenlinien, weil das Papier tatsächlich so dick ist. Da findet man sozusagen die Rillen gar nicht darunter, auf dem Falzbrett. Und das sieht ja so unschön aus, wenn man abrutscht. Jetzt bin ich natürlich abgerutscht, hätte ich nicht sagen dürfen. Und noch einmal. Schon wieder abgerutscht. Nein, warum? Wäre mit dem Schneidebrett, damit kann ich ja auch falzen, ein bisschen einfacher gewesen. Aber warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, ne? So, ach, dann falze ich auch gleich mal den Deckel ringsherum. Was hatte ich da gerechnet? Das habe ich mir natürlich nicht aufgeschrieben, ne? 1,5 oder so? Wo habe ich den Zettel denn jetzt gelassen? Moment, den muss ich mal eben suchen. Aber ich glaube, das sind 1,5, hatte ich gesagt. Habe ich so überlegt. Das muss ich mal im Müll kramen, ob ich meine Notizen finde. Ich schreibe mir ja alles auf, ne? Nur schlecht ist es natürlich, wenn man das alles nicht wiederfindet. Moment, ich guck mal ganz kurz in meinem Blog.
Was hatte ich denn jetzt hier notiert? Ach doch, 1,5 cm. Macht ja auch Sinn. Also ringsherum bei 1,5 cm Falzen. Jetzt ziehen wir das mit dem Falzbrett durch. Auch wenn es schwierig ist. Die Hunde sind wieder an der Tür und schnüffeln. Ja, sie hätten ja mit reinkommen können. Dann ist das nämlich schon mal erledigt mit der Falzerei. Und dann falte ich erstmal alle Falzlinien gut nach. Ist aber auch ordentlich dick, das Papier. Aber dann ist die Box auch nachher schön stabil. So, habe ich jetzt alles gut nachgefaltet? Ja, sieht gut aus. Den Deckel auch schon mal. Dann haben wir das schon mal. Gramm Papier wäre auch gut gewesen. Aber das hatte ich leider nicht in dieser Farbe. So. Und jetzt schneide ich mir hier auf der Falzlinie, das ist egal, wo man das macht, ich mache das jetzt mal hier, hier direkt auf der Falzlinie ein, bis zur ersten Querfalz. Beziehungsweise, wir haben ja nur eine Querfalz. Und das ist dann hier meine Klebelasche und die schräge ich mir jetzt auf beiden Seiten ganz bisschen an, damit die nachher nicht rausguckt. Das sieht dann so aus und das mache ich dann hier auf der Seite genauso. Auch hier schräge ich mir die Klebelasche etwas an und auf der gegenüberliegenden Seite mache ich das Gleiche. Auch hier einmal einschneiden. Oh, das war ein bisschen viel, da habe ich ein bisschen viel weggeschnitten. Und hier auch ein bisschen anschrägen. Kleben tun wir dann gleich. Dann machen wir mit der Box weiter. Da schneiden wir uns auch erstmal so ein bisschen was weg. Und zwar, also ich halte das Papier jetzt so. Da schneide ich mir einmal hier ein. Bin ich überhaupt in der Kamera? Ich muss mal eben gucken. Ja, hier auf der Falzlinie über die erste Querfalz rüber. Also bis zur zweiten Querfalz einschneiden. Dann schneide ich mir die beiden Felder außen ab, komplett ab. Dann sieht das so aus und hier unten das Feld auch. So, dass meine Klebelasche dann übrig bleibt und auch die schräge ich mir etwas an. Dann sieht das so aus. Das mache ich auf dieser Seite jetzt genauso.
Auch hier direkt auf der Falzlinie, wenn möglich, einschneiden. Hier genauso. Dann schneide ich mir die beiden komplett weg. Hier unten auch. Und schräg mir das wieder an. Dann wende ich das Blatt einmal und dann mache ich genau das Gleiche auf der gegenüberliegenden Seite auch. Möglichst auf der Falzlinie schneiden, nicht so wie ich jetzt, nicht so wischiwaschi. Sieht das so aus. Ich lasse die Hunde mal eben rein. Das tut mir so leid, wenn die da die ganze Zeit vor der Tür stehen. Die sind da ja auch sehr hartnäckig. Mal gucken, wer das ist von den beiden. Wahrscheinlich sind es beide. Moment. Oh, ist schon das erste wieder runtergefallen. Nee, war nur das Schneidebrett. Hereinspaziert. Hallo Ella. Wo hast du die Nala gelassen? Ja, dann komm mal rein. Hast mich vermisst? Ja, hast mich vermisst? Da bin ich wieder. Ist die Ella gewesen. Ja, geh mal ins Körbchen, mein Schatz. Wo hast du deine Freundin gelassen? Hier habe ich vergessen, umzufalten. So, jetzt passt mal auf. Ich werde mir diese Seiten hier so ein bisschen anschrägen. Das wird nach innen geklappt später. So ein Müh, nicht so viel, nur so ein Hauch. Schräge ich mir das hier nochmal an den Laschen ab. Und das mache ich auf allen Seiten. Nicht zu viel, sonst sieht das unschön aus, aber so ein bisschen darf ruhig. Ella, du machst mich jetzt ganz nervös. Was möchtest du? Sie steht jetzt hier neben mir und guckt mich an. Möchtest du mitbasteln? Hm, Mäuschen? Möchtest du mitbasteln? Ja, hallo. Mein Schatz. So, jetzt geht's weiter mit Kleben. Jetzt kleben wir uns die ganze Geschichte zusammen, in der Hoffnung, dass der Kleber heute mitmacht. Das probieren wir vorher aus. Ja, oh Wunder, klappt heute. Und zwar gebe ich mir jetzt auf die Klebelasche Kleber, und zwar außen. Und klebt das dann nach innen, möglichst bündig. Drückt das ein bisschen an. Na, buddelst du dir ein Loch? Mal kurz warten, dass das ordentlich trocken ist. Und das mache ich mit den anderen Klebelaschen genauso. Auch hier gebe ich dann außen Flüssigkleber auf. Und dann wird das nach innen geklebt. Da könnte ich ja eigentlich meine Klammern auch verwenden. Wozu habe ich die? Die andere Lasche wird da drüber geklebt. Das versteht sich, glaube ich, von selbst. Dann ist der Abschluss ein bisschen schöner. Das machen wir gleich.
und auf der gegenüberliegenden Seite dann auch außen Kleber drauf und dann nach innen kleben. Und hier dann auch nochmal. Ich finde solche Schneekugeln auch schon so toll. Ich mag das, wenn da so Wasser drin ist. Oder ich habe auch ein Notizbuch. Da ist auch Wasser im Cover drin und Glitzer. Finde ich zu toll. Wo ist das eigentlich? Habe ich lange nicht gesehen. Das verwende ich natürlich nicht. Das nur zum Angucken. Und jetzt habe ich hier geschmiert. Aber das weiß ja keiner. So, und jetzt kleben wir die Laschen, die noch nach oben gucken, nach innen. Wie gesagt, damit wir einen hübscheren Abschluss haben. Muss ich ein bisschen andrücken. Dadurch, dass das Papier so dick ist, ist das nicht ohne. Ist das so ein bisschen widerspenstig. Dabei ist der Kleber schon richtig gut. Aber lieber ein bisschen länger festhalten. Ganz nach dem Motto, viel hilft viel. Es gab da früher auch so Schlüsselanhänger, auch so mit Wasser drin und Glitzer. Die fand ich auch toll. Ach, sowas hätte ich heute auch gerne, muss ich ganz ehrlich sagen. Stifte gibt es hier auch. Mit so einer Füllung. Ich hatte doch schon mal solche Stifte hier. Ach, die musste ich wegtun. Die sind ausgetrocknet. Die waren auch schick. Ist so ein richtig schöner Spielkram halt, ne? Das sollte jetzt fest sein. Dann noch die Seite hier und dann sind wir damit fertig. Und dann wollen wir mal gucken, ob der Deckel auch passt. Beziehungsweise wir haben den Deckel ja noch gar nicht geklebt. Aber das geht ja flott. Also die ist wirklich stabil, die Box. Das kann man nicht anders sagen. Ja, sehr schön. Jetzt machen wir mal eben die Decke noch zu Ende. Genau das gleiche auch. Außen Kleber drauf und nach innen kleben.
Das ist so eine Angewohnheit von mir, dass ich den immer hinstellen muss. Habe ich noch eine Klammer? Ich habe ja hier so eine Box neben mir stehen. Da sind die ganzen wichtigen Sachen drin, die ich immer so brauche. Bevor wir aber den Deckel jetzt ausprobieren, Moment, können wir eigentlich schon mal jetzt geht die nicht auf, Moment, da, vielleicht putze ich nochmal eben drüber, da sind so ein paar Fingerabdrücke drauf, das sieht natürlich unschön aus. Dann könnten wir auch schon mal Swissy hier draufkleben. Jetzt hat er keine Lust mehr. Na, die Nala hat wohl irgendwas gehört. Hoffentlich kein Einbrecher. Ja, die beiden, die schlagen sehr gut an. Da ist wohl jemand gekommen. So, und dann können wir hier ja schon mal so reinlegen. Dann ist das schon mal erledigt. Ha, oh, das sieht so schön aus. Ich glaube, ich behalte es selbst. Guckt euch das mal an. Ihr könnt es ja gar nicht so schön sehen, weil man muss das ja tatsächlich hinstellen, wenn das so runterrieselt. Und dann steht sie da mit ihrem Regenschirm. Ich mag die Farben auch so gerne. Richtig toll. Ein schönes Spielzeug. Passt das auch? Ja, super. Ja, richtig cool. Jetzt müssen wir nur mal gucken, ob der Deckel auch passt. Weil sonst brauchen wir den gar nicht erst dekorieren, wenn der nachher gar nicht auf die Box passt. Passt. Ja, so muss das, ne? Sehr schön. Jetzt will die Nala auch rein. Also... Oh, es tut mir leid, ne? Aber es ist ja wie mit Kindern. Das sind ja meine Kinder, meine Fellkinder. Ja, was ist denn jetzt hier los? Nala, willst du jetzt rein? Hm? Ja, was war da denn jetzt? Was warst du so laut? Hm? Wollte uns jemand ausräubern? Da pass mal schön auf, ne? So. Dann wollen wir das mal so ein bisschen dekorieren. Da habe ich mir auch schon Farbkarton rausgesucht, auch von Faltkarten. In der Farbe Violett. Ja, eine andere Farbe hätte nicht gepasst. Ich habe ja jetzt auch nicht die Mega-Auswahl da. Aber die Farbe, würde ich sagen, passt ganz gut. Das andere wäre mir zu pink gewesen, was ich da habe. Und da schneiden wir uns mal was zurecht, was wir gleich auf die Box kleben. Achtung, Mädels! Und
unterschneiden wir uns das jetzt mal zurecht. Ich muss mal eben abmessen. Machen wir mal 1 cm weniger, dann sind wir bei 10,2 mal 15,2. So. 10,2. Ich mache das immer so ein bisschen auf gut Glück. Ich kann das da kaum sehen, wenn ich ehrlich bin. Aber ich werde ja merken, wenn das nicht passt. 15,2. Prima Auge, ne? Heute habe ich uns das gar nicht muckelig gemacht, ne? Soll ich uns eine Kerze anmachen? Ich habe eine hier, so ist es ja nicht. So eine schöne bunte. Die habe ich von Rossmann. Jetzt auf den letzten Metern mache ich uns das noch mal ein bisschen muckelig, ne? Wer kann, der kann. So, meine Lieben. Das muss behalten werden. Das braucht man alles. Und jetzt wollen wir mal Looky-Looky machen. So. So habe ich mir das jetzt vorgestellt. Und dann einen schönen Spruch, den habe ich mir natürlich auch schon rausgesucht. Den werden wir mal aus meinem neuen Set nehmen. Auch von Kreativdepot, da sind ja die meisten Spruchstempel, die ich habe, die sind von Kreativdepot. Und zwar, der ist ein bisschen groß, wollte ich den gerne mal verwenden. Und das Set heißt Happy Birthday. Da wollen wir uns den hier mal rausnehmen, der interessiert mich. Das passt doch hier gut drauf. Mit Stempelhilfe natürlich. Das möchte ich jetzt auch relativ schlicht halten. Dadurch, dass der Bilderrahmen schon so kunterbunt ist. Oder so farbintensiv. Ist das gerade? Ich muss mal ganz kurz drauf gucken. Ja, so einigermaßen. Wollen wir das embossen in Gold? Wäre ja auch ganz cool, ne? So ein Gelbgold habe ich nicht. Also habe ich schon so ähnlich. Muss mal eben ganz kurz gucken. Lasst mich mal eben gucken. Ich habe ja irgendwann das alles hier mal auf den Deckel gegeben, damit ich sehen kann, welche Farben da drin sind. Das ist super praktisch, kann ich sehr empfehlen. Das wäre ja so ein Gelbgold, nennt sich Picnic Basket, aber das ist kein Superfein und für eine Schrift benutze ich immer Superfein. Und da habe ich tatsächlich nur ein normales Gold, ja, dieses Platinum oder was es ist, nee, das passt nicht, finde ich. Nee, so viel Auswahl habe ich da auch gar nicht. Oder wollen wir das in Weiß? Wird auch schön aussehen. Jetzt kann ich mir nicht entscheiden. Aber das muss ja immer alles so ein bisschen passen, ne? Ja, Gelbgold ist das ja auch gar nicht. Ich spinne schon wieder. Ich hatte eben auf den anderen Fotorahmen geguckt. Das ist hier Gelbgold. Kann man machen, auf jeden Fall. Das machen wir jetzt auch. Man muss sich hier irgendwann auch mal entscheiden. Mit Versamark erstmal. Die Kamera läuft noch, oder? Ja, ich hoffe doch. Also nochmal bastel ich das nicht. Also irgendwann schon, aber dann nicht nochmal im gleichen Stil. Dann mache ich was ganz anderes. Dann werde ich das wohl doch in Schwarz-Weiß und Gold mal machen. Ich mag diese Kombi total gerne. Und ich mag es auch, wenn es ganz schlicht ist. Das sieht ja auch immer sehr stilvoll aus. Schwarz, Weiß und Gold. Ich
Ich mache da ordentlich was drauf. Ich weiß nämlich nicht, ob da überhaupt noch so viel Saft drin ist. Könnte ich auch mal wieder nachfüllen. Aber da wollen wir kein Risiko eingehen jetzt. Mit ordentlich Schmackes. Ja, das kann ruhig noch ein bisschen. Lieber ein bisschen mehr. Und das Abpudern, was man vorher machen soll, das vergesse ich immer. Können wir ja nächstes Mal vielleicht machen. So, jetzt muss das aber auch mal reichen, ne? Gucke ich mir das nochmal an. Ich würde sagen, da ist überall was hingekommen, so wie es sein soll. Und dann wollen wir uns das mal so ein bisschen mit Gold, wie sagt man, bestäuben. Da sind richtige Brocken drin, was ist denn da los? Da wollen wir nicht geizig sein. Ordentlich rauf da, damit alles schön bedeckt ist. Am besten die ganze Dose. So. Ja, sieht doch gut aus. Das kann man doch so lassen. Mal gegenklopfen. Super. Fein gemacht. So. Ich bin auch so ein bisschen müde schon, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist auch schon sehr spät. Es ist Samstagabend, ist schon echt spät. Und ihr wisst ja, ne, nach müde kommt blöd. So. Dann föhne ich mal eine Runde. Ohne in die Kerze zu kommen mit dem Kabel. Das wäre ganz gut. Sieht doch richtig gut aus. Obwohl in Weiß hätte das auch gut ausgesehen. Da konnte ich mich jetzt wirklich auch schwer entscheiden. Aber man kann das wirklich gut lesen. Guckt euch das mal an, das Ergebnis. Super toll. Ja, bin ich sehr zufrieden mit. Richtig toll, auch mit den Pünktchen hier. Das passt ja auch wieder zum Konfetti. Damit sich das so ein bisschen widerspiegelt, ne? Das ist toll. Das darf so bleiben. Ich hatte mir noch ein Blümchen ausgeschnitten, damit ich hier nicht stundenlang schneiden muss. Oh, hätte man ein bisschen schöner machen können, aber das reicht. Das habe ich mir, kann ich euch zeigen. Wo ist denn der Block? War ja auch schlau. Ach da, nee, doch. Ich wollte gerade sagen, war ja schlau von mir, den wieder wegzupacken. Aber ich habe den hier tatsächlich liegen, damit ich euch den zeigen kann. Von Mintai. Und zwar ist das so ein Block, wo schöne Blumenmotive drin sind. Und da habe ich mir das Blümchen hier rausgeschnitten. Da ist ordentlich Auswahl. Alles Mögliche an Blumen dabei. Da gibt es auch verschiedene Bücher. Total toll. Ich bin ja ein großer Mintai-Fan. Und P13. Aber von Anfang an schon irgendwie. Ich zeige euch das. So zum Thema Reisen gibt es da auch so Sachen zum Ausschneiden. Travel Book. Kann man ja immer mal gebrauchen, ne? Da ist auch schönes Papier dabei. Man mag das ja gar nicht anschneiden.
Und das finde ich auch toll. Moment. Das müssen wir ja ausnutzen, dass meine Kamera so lange aufnimmt. Was sagt denn der Akku? Obwohl, nee, ich habe ja Strom dran. War das das hier? Ja, das finde ich auch nämlich cool. War das das mit dem Controller? Ja, das ist natürlich auch super, ne? Gerade weil ich öfter mal Geburtstagskarten mache mit Controllern oder irgendwas Ähnlichem drauf. Auch mit den Noten und so. Das ist schon toll. Ja. War da auch irgendwas mit Tischtennis? Ja. Cool. Richtig cool. So cool, dass ich das nie verwende. Kennt ihr das auch? Man hat das so im Regal stehen und mag das gar nicht benutzen. Aber jetzt ist es soweit. Ich finde, das passt farblich ganz gut, auch zu der Schachtel. Und dann können wir vielleicht noch ein bisschen Band drumherum wickeln. Und eventuell, Moment, ich überlege gerade. Da ist ja auch so ein bisschen Konfetti dabei. Jetzt bin ich am Überlegen, ob wir so ein bisschen Konfetti noch nehmen. Das kann ja nicht schaden, ne? Vielleicht einmal so in klein. Lieber ein bisschen größer. Aber dann auf jeden Fall in Schwarz. Und da nehme ich jetzt auch ausnahmsweise mal einen Acrylblock. Wenn das nicht so hundertprozentig abstempelt, ist das nicht so schlimm. Und gleich fällt das runter. Na, wollen wir den Teufel mal nicht an die Wand malen. So. Ja, das finde ich ganz gut. Das kann so bleiben. Dann klebe ich das Blümchen noch auf und dann kommt da noch ein Bändchen oder zwei Bändchen drauf und dann gefällt mir das auch gut. Und ich habe diese Bilderrahmen schon länger hier liegen. Kennt ihr bestimmt auch, ne? Dann nimmt man das mit, weil man dann irgendwelche Ideen im Kopf hat und dann denkt man, ach, das kann ich auf jeden Fall gut gebrauchen. Und dann kommen immer neue Sachen dazu und dann gerät das irgendwann in Vergessenheit. Und das soll es natürlich nicht. Man möchte die Sachen natürlich auch verwenden. So, jetzt muss ich mal gucken, dass die Schrift da nicht so verdeckt ist, ne? So sieht das doch ganz schön aus. Jetzt wollen wir mal gucken, wenn das Band noch... Da brauchen wir natürlich ein Lila. Wo ist denn jetzt mein Stempel? Wo habe ich den denn jetzt abgelegt? Seht ihr den? Na, ich bin ja schon wieder witzig. Seht ihr den irgendwo? Ach, da hinten. Ja. Das ist wieder so typisch. Und dann ist er weg. Lieber schnell zurück in die Packung. Sicher ist sicher. Wo ist meine Stempelhilfe? Habe ich noch gar nicht sauber gemacht. Nanü. Schön auf die Schachtel jetzt auch hier drauf gespritzt mit dem Reinigungszeug. Das war natürlich jetzt mega schlau. Naja, wir kleben ja was drüber. Also es sieht ja immer chaotisch aus, wenn ich hier rumwerkel. Ne? Ich bin hier übrigens am Putzen gerade. Aber die Stempel und die Stanzen, die müssen bei mir sofort zurück. Da spreche ich aus Erfahrung. Wenn ich das nämlich nicht immer sofort mache, dann verschwinden die Sachen gerne. Das habe ich schon gesucht. Und dann hatte ich mir noch Papier hier rausgelegt, das sehe ich jetzt erst.
könnte man sich noch drunter legen. Das ist von Sunny Studio. Das ist schon uralt. SSPP 113. 2019. Da hat man so gestreiftes und gepunktetes Papier. Dann könnte man sich da noch so einen Streifen vielleicht drunter legen. Wie findet ihr das? Wenn wir das nachher hier so drauflegen. Ich finde, das lockert die Geschichte noch mal so ein bisschen auf. Und außerdem finde ich das mit den Blümchen ganz schön. Oh, ich bin gar nicht im Bild. Was meint ihr? Oder soll das auf beiden Seiten so ein bisschen rausblitzen? Finde ich auch nicht schlecht. Obwohl, eine Seite würde auch reichen, aber das können wir natürlich machen, ne? Aber ich würde ungern jetzt was davon wegschneiden. Das machen wir jetzt. Pi mal Auge. Moment. Das mache ich meistens eh so. Da messe ich gar nicht groß was aus. Machen wir jetzt hier ungefähr mal eine Markierung hin. Und dann schneiden wir uns das ab. Und dann gucken wir uns das an, wie das aussieht. Schlauer wäre es natürlich, fällt mir jetzt auch ein, ja. Kameraphänomen. Man könnte sich natürlich auch zwei Streifen, das werde ich jetzt auch so tun, zwei Streifen abschneiden und dann da drunter legen. Dann verbraucht man nicht so viel von dem schönen Papier, ne? Das machen wir mal eben. Da hätte ich auch gleich mal drauf kommen können. Aber das kann man heute nicht mehr von mir erwarten. So. Dann wollen wir mal gucken. Das soll nachher ja auch hier noch so raufpassen. Ja, es kann ja auch nur so ein bisschen da rausgucken. Mal gucken, ob der Kleber mitspielt. So. Ja, wollen wir mal schauen. Fast schon ein bisschen viel. Ja, so ein bisschen kann noch weg. Und jetzt können wir ja mal gucken, ob wir das nur auf einer Seite so machen. Ich würde sagen, wir machen das nur auf einer Seite. Was sagt ihr? Würde ich jetzt tatsächlich sagen, dann kommen wir den Platz auch besser hin. Nee, ich mache das nur auf einer Seite. So. Ach, ich darf das Band nicht vergessen. Erstmal kleben wir die Blume drauf. Dann ist die schon mal gesichert. Irgendwie so, dass man auf jeden Fall dieses herzlichen Glückwunsch noch sehen kann. Mal gucken. Ich muss das mal eben ganz kurz noch mal ein bisschen wieder ranziehen. Ihr kennt das. Und dann wollen wir mal gucken. Oh, jetzt habe ich das da oben verdeckt. Oha. So, jetzt aber. Jetzt guckt das hier so ein bisschen rüber, aber das finde ich gar nicht so schlimm. Ist eh zu spät jetzt. Also, selbst wenn ich das schlimm finden würde, kann man jetzt eh nicht mehr ändern. Aber in Sachen gut reden, da bin ich ein Meister drin, das sage ich euch. So, das finde ich schön. Habe ich gut gemacht, ne? Oder? Man muss sich selbst loben.
Und jetzt das Band. Da war doch noch was. Dann nehmen wir hier so ein Lila. Und irgendwie mit. Das passt gut. Die Boxen sind übrigens von Teddy. Da werde ich ganz häufig nach gefragt. Und da schneiden wir uns mal ein ordentliches Stück ab, nicht zu knapp. Und dann versuche ich wieder eine Schleife. Lieber ein bisschen zu viel abschneiden als zu wenig. Oha, das kann ja was werden. Das ist ja rutschig, das Garn, ne? Das ist ja so ein Nylongarn von Kreativdepot. Da habe ich das gekauft und das ist unheimlich rutschig. Also im Grunde kann ich gar nichts dafür, dass ich mich da immer so anstelle beim Schleifenbinden. Ich muss mich konzentrieren. Ihr merkt, ich kann nicht mehr reden. Dann rutscht das einfach so weg. Jetzt muss ich auch noch husten. Ach du Schreck. Ich huste mal ganz kurz eine Runde und dann bin ich gleich wieder da. Oha, da habe ich einen richtigen Hustenanfall plötzlich gehabt. Da laufen richtig dicke Tränen jetzt gerade runter. So, jetzt beruhigen wir uns erstmal wieder. Plötzlich, wie aus dem Nichts. Vielleicht wegen der Kerze, ich weiß nicht. Jetzt wollen wir nochmal von vorne anfangen. So. Durchatmen. Richtig dicke Tränen laufen hier runter. Das ist unangenehm, ne? Wenn man so einen Reizhusten plötzlich hat. Dabei bin ich gar nicht erkältet oder so. Erstmal ein bisschen abtupfen. So, alles wieder trocken, geht weiter. Stimme ist auch wieder da. Jetzt haben wir hier aber ein Gewusel, ne? Dann wollen wir mal gucken, ob das hier alles noch gerade ist. Ja, sieht gut aus. Dann mache ich mir erstmal einen Doppelknoten. Mit zwei Bändern ist es ja noch mal ein bisschen schwieriger als eh schon. Aber das finde ich schon ganz schön mit den beiden Bändern jetzt. Das gefällt mir gut, das mache ich ja häufig so. Ich lasse das erstmal so. So. Und dann kleben wir uns das jetzt mal auf die Schachtel. Möchte das leiden? Ich meine, ist alles Geschmackssache, ist ja klar, ne? Nehme ich jetzt den Kleber? Ich kann mir nicht entscheiden. Ja. Weil der zieht echt schnell an. Für Kartenaufleger nehme ich immer meistens den anderen. Aber heute sind wir mal mutig. Kennt ihr das auch eigentlich, dass man irgendwie manchmal gefühlt stundenlang am Schreibtisch sitzt und man möchte irgendwas Kreatives machen? Oh, jetzt muss ich mich konzentrieren. Oh, Hilfe! Zu weit oben. Na, das ist nicht ganz gerade, ne? Und da möchte man so ein bisschen rumwerkeln und irgendwie verzettelt man sich die ganze Zeit. Wie soll ich das jetzt beschreiben? Man macht gar nicht wirklich was und ist trotzdem beschäftigt. Wisst ihr, wie ich meine? Dann guckt man irgendwie am besten noch nebenbei YouTube-Videos oder wie auch immer und bums, sind zwei Stunden um und man hat nichts geschafft. Ist ja jetzt auch nicht schlimm oder so, aber das fällt mir schon öfter auf. Gerade jetzt so am Wochenende. Ich meine, ist ja auch eine Form von Entspannung. Ist nicht schlimm oder so, aber ich musste vorhin schon schmunzeln. Da wollte ich euch fragen, ob ihr das auch kennt, dass ihr manchmal so da sitzt und nichts macht wirklich. Also, was heißt nichts machen? Ich bin dann schon mit irgendwas beschäftigt. Aber dann sitzt man da und dann habe ich vorhin nämlich noch gedacht, Mensch, hier, ich habe ja so ein
Schubladensystem, hätte ich jetzt fast gesagt. Das kann ich euch jetzt nicht in die Kamera halten. Ich habe euch das im letzten oder vorletzten Action Haul gezeigt. Das ist so ein Teil, so ein Holzteil mit 3 Schubladen. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ne? Da sind so 3 Schubladen drin, 2 kleine und eine große Schublade. Und die Umrandung ist weiß, also aus weißem Holz. Und da hatte ich vorhin auch gedacht, das wäre schon schick, wenn ich mir da vielleicht Rub-Ons oder so drauf rubbel. Das muss doch halten, oder? Habe ich auf Holz? Habe ich das? Doch, habe ich doch auf Holz schon mal gemacht. Diese kleinen Schachteln, die haben wir ja gemeinsam sogar mal berubbelt. Sieht doch bestimmt auch süß aus. Weil so ganz schlicht, das gefällt mir auch nicht. Da muss irgendwas drauf. So. Wollen wir hier auch noch irgendwas drauf machen oder wollen wir jetzt hier Schluss machen? Was sagt ihr denn überhaupt? Jetzt muss ja erstmal hier auch unser Bilderrahmen rein. Jetzt ist meine Stimme auch, seitdem ich den Hustenanfall habe, ist meine Stimme so dünn plötzlich. Naja, jetzt sind wir ja auch schon am Ende angekommen. Das ist echt süß. Das ist wirklich süß. Heute nochmal gucken, habe ich euch das nochmal richtig gezeigt? Schon sehr süß, oder? So. Und dann könnten wir da noch ein paar Steine drauf machen. Oh, jetzt fällt alles zusammen. Aber zumindest ist mir nichts runtergefallen bis jetzt. So ein paar Tropfen irgendwie. Die sind übrigens, das sind so Steinchen. Ich zeige euch das mal eben. Das blendet so, ne? Habe ich hier auch lila Steinchen. Und diese Steinchen, die habe ich von Teddy über Jahre gesammelt und geschenkt bekommen. Aber das Aufbewahrungssystem, diese Döschen hier, da weiß ich nicht mehr, woher die sind. In lila vielleicht. Wir kleben erstmal 1 oder 2 auf. Hier oben finde ich das, glaube ich, nicht so gut. Das sieht so verloren aus. Ich bleibe lieber hier unten irgendwie. Ach da. Ich glaube, das ist wegen der Kerze. Aber das hatte ich letztens hier auch nicht. Nee, so geht das nicht. Das machen wir mit der Hand. Und dann kommt das einmal hier rauf. Und einmal hier unten. Das finde ich ganz schick. Und dann vielleicht noch 1, 2 kleine. Und eventuell, ich habe hier auch noch so Pailletten. So 1, 2 Pailletten noch. Muss nicht. Aber wenn schon, denn schon, ne? War das schon sehr kitschig, ne? Was sagt ihr? Ich weiß es nicht. Lieber noch mal so ganz kleine Steinchen. So. Das lassen wir jetzt erstmal lieber. Obwohl, nee, das lassen wir lieber erstmal. Das kann ich im Nachhinein immer noch mal machen. Das ist mir zu viel. Und wenn ich das schon sag, ne? Das hat schon was zu sagen. So. Das ist ganz schön schwer. Schaut mal, so sieht es jetzt aus. Und ich kann euch nur sagen, es hat wieder eine Menge Spaß gemacht. Ich mag das so gerne. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir quatschen wirklich miteinander. Das ist irgendwie ganz merkwürdig. Ich kann das gar nicht beschreiben. Ich freue mich halt auch immer so sehr, wenn ihr mir schreibt und wenn ihr Freude habt an meinen Videos. Und ja,
Ich denke mal, dass wir uns ganz schnell wiedersehen werden. Ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Mal und ich wünsche euch einen ganz muckeligen Tag. Ich drücke euch ganz lieb und ja, liebe Grüße, eure Anni. Tschüss.